Real Madrid steht vor dem Abschluss eines buchstäblich königlichen Ausrüstervertrages. Angaben der spanischen Zeitung Marca soll der Champions-League-Sieger vom deutschen Sportartikelhersteller für die Verlängerung des noch bis 2020 gültigen Kontraktes um weitere 10 Jahre die Rekordgesamtsumme von 1,1 Milliarden Euro erhalten. Quellen für die Informationen nannte das bei Realthemen regelmäßig gut informierte Blatt zunächst nicht. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Mit jährlich 110 Millionen Euro Einnahmen würde Madrid den bestdotierten Ausrüstervertrag im internationalen Fußball erhalten. Derzeit gelten die 100 Millionen Euro pro Saison für Madrids Erzrivalen und Spanienmeister FC Barcelona aus einem 10-Jahres-Vertrag mit dem US-Konzern Nike als der höchste Betrag. Real Madrid – Verdopplung der Ausrüstergage. Real winkt durch den mutmaßlichen Rekorddeals mehr als eine Verdopplung seiner momentanen Ausrüstergelder pro Saison. Durch den seit 2012 laufenden Vertrag mit den Franken fließen jährlich lediglich 52 Millionen Euro in die Kassen der Königlichen. Damit liegt Madrid derzeit noch hinter dem deutschen Rekordmeister Bayern München, der von seinem Anteilseigner Adidas für die Ausrüsterrechte im Rahmen einer 15-jährigen Vereinbarung pro Saison 60 Millionen Euro pro Saison oder insgesamt 900 Millionen Euro erhalten soll. Mehr zu Real Madrid.